Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ach ja, das Spiel, was mir ja wirklich den allerletzten Nerv raubt, um ganz ehrlich zu sein. Wie machen wir das denn hier? Und da klingelt mein Handy. Ich mache einen guten Schnitt. Tschüss. So, wieder zurück. Genau, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte hier... ich wollte das hier umplanen. Hier, so. Und zwar wollte ich ihm sagen, hier... Und, ja, eine passive Anbieterkiste. Und du nimmst Kupfer, wenn Kupfer weniger als 500 im Netzwerk sind. Tja, und den ganzen Trödel hätte ich jetzt natürlich hier irgendwie auch ganz gern. Das ist ja auch voll blöd. Was habe ich denn da für eine Stahlkonstruktion gebaut, ne? Schaut euch das mal an. Also Sonne, dann kommt das irgendwie alles auf einer Seite raus. Das ist voll blöd. Nee, okay, nee, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich habe da schon eine Idee, das machen wir gleich. Tja, und dann machen wir die Kisten von mir aus hier hin. Bei Eisen hatten wir ja, glaube ich, zwei, ne? Und ich glaube, das macht auch durchaus Sinn, da zwei zu machen. Wenn Eisen weniger als 500 im Netzwerk. So. Okay, macht es Sinn. So, und jetzt bauen wir uns das hier mal ganz fix ein wenig um. Weil das ist echt Quark hier. So, Moment. So. Achso, nee, den hätten wir stehen lassen können. Ich Düselchen. Den können wir stehen lassen. Wir ändern eigentlich nichts anderes, außer dass wir den Output... Der nächste, das nehme ich auf die andere Seite. Und das machen wir jetzt bei jedem zweiten. Und ich würde fast sagen, hier unten reißen wir ab. Machen das einfach mal ein bisschen kürzer. Aber es staut sich ja auch gerade ein bisschen. Mit dem. Wenn nicht, dann können wir das hier unten einfach auch jederzeit einfach wieder ranbauen. Der hat jetzt gar keinen Strom mehr. Sollst du natürlich haben und der auch nicht. Der kann weg und ich würde sagen, der kann auch weg, oder? Nee, der kann nicht weg. So. Und dann machen wir das übrigens das Gleiche, machen wir hier übrigens auch. Machen wir das? Ich würde sagen, ja. Wir müssen mal dafür aber mal alles abbeißen, ganz kurz. Dann haben wir das irgendwie so ein bisschen ausgeglichen zumindest. Ich glaube, das ist mir im Moment irgendwie lieber. So. Also wie gesagt, dann seht ihr, dann kommt das nämlich so auf beiden Seiten so ein bisschen an. Nimmt jetzt natürlich ein bisschen mehr Platz ab. Weg, aber... Ist wahrscheinlich nicht allzu blöd.
Ich meine, läuft jetzt so oder so voll. Also, und schön ist echt auch, also das hier vorne ist auch echt, ja, unschön, aber na gut. Okay, Forschung. Leute, wir haben total die Forschung vermasselt. Wir machen mal, ja, nächste Automatisierungsstufe, würde ich so vorschlagen. Und ja, wir brauchen auch langsam mal Fließbänder. Grenzen das mal ganz kurz ein hier. Fließbänder? Wo sind denn die Fließbänder? Hier sind die Fließbänder. Dann können wir hier nämlich die Begrenzung raufsetzen und ich kann hier mal ein paar reinhauen. Zwar nicht ganz so viele vielleicht, aber so. Und gut, das läuft. Wir bräuchten ja eigentlich auch mal ein paar schnellere Fließbänder, oder? Guck mal, hier hinten, unsere imaginäre Kupfermine ist auch weg. So, ich würde jetzt sagen, wir bauen Fließbänder, Leute. Wo ist es denn hier mein, den da? So, da würde ich jetzt fröhlich gebaut. Ja, ich sehe mir jetzt auch gerade, grüne Schaltkreise sind ein bisschen wenig, ne? Woran liegt es? Kommt da zu wenig Kupfer an? Das sieht so aus, ne? Hier hinten. Jetzt sich hier mal so anschauen. Durch diese Ecke und so. Denken wir nochmal drüber nach. So, rote Fließbänder. Das ist die Anbieterkiste, das ist die Nachfragekiste. Und in der Nachfragekiste, oh, was brauchen die denn? Ich weiß es gar nicht. Die brauchen hier und hier. So, und die nächsten Fließ... Achso, wartet mal. Das müssen wir natürlich noch eingrenzen, wenn weniger als... Huch. Wir machen mal davon 300. Gott. Dann brauchen wir natürlich auch die Untergrundbänder. Untergrundbänder brauchen wir nicht so viel. Da sollten 100 reichen. So, dafür brauchen wir Untergrundbänder und Fließbänder. Ich mache das jetzt einfach so. So. Und Zahnräder. Zahnräder, hallo Zahnräder. Haben wir ja eigentlich im Netzwerk, ne? Sollten wir ja haben, genau. So, hier wird auch schon fleißig gebaut. Und dann natürlich auch noch Teiler. Die brauchen dazu noch Schaltkreise. Also hier und hier und hier. Ist jetzt richtig? Nee. Nee, macht ja auch gar keinen Sinn. So, die will ich ja da herstellen. Da bräuchten wir die da natürlich davon. Und da machen wir wieder eine Eingrenzung. Und machen wir mal 100. Immer auf der sicheren Seite. Ja, super. Schön, dass ihr alle da seid. So. Gut, nächste Fließbandproduktion läuft. Sehr schön. Dann gucken wir uns jetzt das Kupferproblem da drüben mal noch fix an. Weil es ist ja eigentlich nicht so, dass nicht genug Kupfer da ist. Also es kommt zumindest was an, aber es kommt hier unten halt auch gar nichts an, ne? Seht ihr? Da hängt er. Wieso hängt denn der da immer so?
Naja, es ist halt schon, weil zu wenig Kupfer ankommt, würde ich sagen. Ich muss ja auch zugeben, das ist auch total blöd hier gebaut, ne? Wie macht man das? Jemand eine Idee? So dezent. Ich würde das hier irgendwie ganz gerne total umbauen. Mir gefällt diese Ecke hier gar nicht. Auch mit dem Splitter hier. Können wir das denn nicht irgendwie anders hin? Ah, nicht so wirklich, ne? So, ich mache jetzt erstmal vorne. Ich baue das mal um, dass das hier gerade ist. Dass wir da nicht diese blöden Ecken da drin haben. Und dann habe ich da vielleicht doch gerade eine Idee. Moment. Ist auch nicht schön. Aber vielleicht wenigstens ein wenig schöner als das davor. Und wartet, ich muss noch kurz weiterdenken. So. So. Ist auch nicht schön, aber auf jeden Fall ein bisschen hübscher als davor. Und wir sehen, jetzt kommt hier auch genug Kupfer durch, offensichtlich. Okay. Der hier kann gar nicht aussortieren, weil er da keinen Platz zum Ablegen hat, oder was? Das heißt, der hier hinten arbeitet gar nicht. Die da hinten arbeiten alle. Gut. Habe ich so eine Idee. Haben wir denn schon überhaupt welche im Netzwerk jetzt? Untergrundbänder? In Rot? Teile in Rot haben wir auf jeden Fall schon mal. Wir haben noch nicht mal... Doch, da sind auch normale... Wird denn da nichts gebaut? Da wird aus irgendeinem Grund nichts gebaut. Oder wird da immer nichts rausgeräumt, weil ich Döse wieder irgendwie kleiner als 100. Ist doch aber richtig. Huch. Ah, ich habe hier auch so einen blöden Fehler gemacht. Ja, das ist natürlich bekloppt. Gut, ich würde gerade sagen, die würde ich gerne behalten, kann ich aber nicht, wenn ich keinen Platz habe in meinem verdammten Inventar. Denn das ist ja total bescheuert jetzt. Stelle ich den mal ganz kurz dorthin. Und... Ach so, die werden mir jetzt natürlich gebracht. Das ist natürlich auch total richtig von denen. Aber wisst ihr, was wir jetzt hier noch machen? Also erstmal habe ich irgendwie offensichtlich wahnsinnig viele Fließbänder. Reicht die Hälfte. Dann habe ich noch Flugrobotergestelle. Machen wir noch ein paar Logistikroboter. Und den Rest machen wir Konstruktionsroboter. Und dann habe ich jetzt im Grund auch noch Kohle auf der Tasche.
Ja, was ist mit dir? Und dann die hier. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder Zeit für eine Folgenpause, Leute. Ich will ja fast nichts sagen. Wir machen die eben fix hier und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Factorio wieder mit dabei. Bis dahin denn. Tschüss.